uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallöchen, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Ja, und wie ihr seht, wir sind wieder unterwegs im Weltall, in den unendlichen Weiten, in No Man's Sky. Und die Jungs bei Hello sind wirklich fleißig, ne? Die hauen ja einen nach dem anderen raus. Es gibt jetzt ein neues Upgrade, ich glaube, es nennt sich Orbit oder Orbital, wo sie die Raumstation jetzt nochmals neu überarbeitet haben. Das werden wir uns bei Gelegenheit anschauen. Wir sind jetzt noch gerade unterwegs hier, wie ihr seht, in der Anomalie, ne? Und ja, wir werden jetzt mal sehen, was in unserem Universum noch zu erledigen ist. Ich denke mal, so den einen oder anderen Planeten haben wir noch zu entdecken. Wir haben ja auch noch unseren Reisenden hier, den wir verarzten müssen, ne? Von dieser Grundstory. Das möchte ich eigentlich auch recht schnell hinter uns bringen. Das heißt, wir schwingen uns mal in unsere Komet und schauen mal, was der Tag uns so zu bieten hat. Freunde, nicht vergessen, wenn es euch hier gefällt, lasst gerne ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Ganz, ganz wichtig, und das kostet euch nichts. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Nichts ist wichtiger als das. Und natürlich gerne auch ein netter Kommentar, ne? So, wo wir gerade beim Thema Raumstation sind, gucken wir doch mal, wo die gerade rumschwirrt. Die ist natürlich jetzt so schwer. Wir fliegen jetzt erstmal Richtung Raumsiedlung, dass wir in der Nähe der Station sind. Dann korrigieren wir den Kurs nochmal schnell. Moment. Nee, ich will jetzt nichts abfangen. Wir haben nur eine Stunde, da müssen wir konzentriert arbeiten. Da können wir uns jetzt mit sowas nicht aufhalten. Aber ich denke, wir werden noch hier und da genügend Gelegenheit bekommen, hier erste Hilfe zu leisten. Haben wir schon in der letzten Folge gemacht, ne? Wir wollen uns ja nicht dauernd wiederholen hier. Ich bin mal sehr gespannt, was sie an den Stationen geschraubt haben. So, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Zeit, Freunde. Ihr wisst, bei mir tut sich momentan beruflich einiges und ich werde auch so eine kleine Zeit wahrscheinlich überbrücken müssen. Ja, gerne natürlich auch mit Streams und so. Deshalb bitte, ne, wie gesagt, nicht vergessen, Daumen hoch und so. Wer möchte, kann, muss natürlich nicht, aber kann ein bisschen mehr tun. Ne? Ihr müsst doch nicht mal was spenden, aber wenn ihr mal vorbeischaut bei meinem Partner Instant Gaming, ihr wisst das, da gibt es Games für PC und Konsole. Bis zu 90% günstiger. Auch Guthaben, Gutscheine, hier PlayStation, Xbox, was ihr braucht, mit Dauerrabatten. Ne? Schaut da einfach mal vorbei, nutzt den Link in der Videobeschreibung. Da tut ihr mir und euch was Gutes. Also, sage ich mal, ist eine Win-Win-Situation. Ne? Würde mich freuen, wenn ihr das auch nutzt. Ist für mich gerade jetzt in dieser aktuellen Situation ein Riesensupport. Dafür im Vorweg recht vielen Dank. So, muss ja auch mal gesagt werden. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich relativ gut positioniert. Jawohl, ja. So, ich sehe gerade, wir sollten unser Ansehen bei den Gag noch verbessern. Oha, 0 von 2 ist relativ wenig. Okay, dann schauen wir doch gleich bei der Gelegenheit auf die Missionstafel. Zeigt uns ja auch schon an. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie sie die überarbeitet haben. Jetzt guckt euch das mal an, bitte, Freunde. Ganz kurz. Guckt euch das mal an. Ich finde, die Raumstationen werden immer ähnlicher den Raumstationen, ja, wie wir sie von Elite Dangerous kennen, ne? Hat schon mittlerweile eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang, ne? Das waren Kreise oder Dreiecke eben halt mit einem Loch. Mit einer Öffnung, du bist reingeflogen. Sah von innen auch nett aus, ne? Aber von außen nicht so prickelnd. Jetzt mittlerweile, ne? Also es wird wirklich immer besser. Auch hier jetzt der Eingang sieht ganz anders aus. Okay, das kommt schon wieder ein bisschen mehr bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die äußere Erscheinung jetzt das Update ist oder ob es hier auf der Station auch noch
Erweiterungen, Überraschungen gibt. Wir schauen uns das mal an. Und wir müssen ja auch noch diese Missionstafel finden. Da haben wir bestimmt einen Kollegen. Ah, da sitzt er schon. Aber bevor wir das machen, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Station. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich noch nie so ganz an das neue Layout der Station gewöhnt. Ich bin da so ein bisschen, man gewöhnt sich schnell an Sachen, wisst ihr? Ne? Und das, dieser Umbau war jetzt was völlig anderes. Ich hadere ganz ehrlich gesagt heute noch so ein bisschen damit. Also hier sehe ich jetzt keine großen Änderungen, es sei denn, sie haben hier jetzt auch die Seiten, jetzt hier haben wir ja an den Seiten links und rechts die Treppen hoch, da war ja bislang jetzt eigentlich nichts. Schauen wir mal, ob sie da was gemacht haben. Sonst ist es tatsächlich nur ein rein optisches Makeover. Also kein Zweifel, die Stationen sehen deutlich besser aus als am Anfang. Aber hier ist so weiter nichts. Okay. Ist wie es ist. Ich muss mir tatsächlich die Patch Notes auch nochmal dazu durchlesen. Ich habe es nur, als ich das Game gestartet habe, kurz vorher in den Benachrichtigungen gesehen, dass es da nochmal ein Update gab. Und ja, ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Also, wenn es da noch weitere Neuerungen gibt, lasse ich euch das natürlich in einem der nächsten Videos gerne wissen. Und das schauen wir uns dann natürlich genauer an. So, jetzt sprechen wir mal mit dem Gag hier, mit diesem Missionsagenten. Mal sehen, was er uns zu erzählen hat hier, der Kollege. Moin! So, ja, natürlich, er hat für uns lokale Missionen. Einen vierbeinigen Wächter eliminieren. Fühle ich mich dazu heute Morgen schon imstande? Ich weiß es nicht. Aber viele Eliminierungsaufträge, das gefällt mir nicht so. Ich bin jetzt nicht in der Laune zum Ballern. Was haben wir hier? Wohlgestaltete Formen. Das hört sich nett an. Es geht ja jetzt nur um das Ansehen. Ne? Jetzt nicht um spezielle Credits oder ne, Boni. Ne, einfach, dass wir das Ansehen verbessern. Mineralien-Scan. Beauftragende Fraktion Gag. Kunde, die roten Kapuzen. So, Missionsinfo. Der Kunde ist von der in der Natur entstandenen Mustern sehr angetan. Ach so, er findet die zufälligen Strukturen, die ohne jegliche Regeln geformt wurden, wunderschön und hält sie für wahre Wunder. Dieses Wunder soll mit der Welt geteilt werden, weshalb der Kunde nach Mineralien-Scans von hoher Qualität sucht. Oh, eine Multiwerkzeug-Erweiterung, also Erweiterungsplatz und Gag-Ansehen kriegen wir dafür. Das machen wir, oder? Sollte ja wohl nicht so schwer sein. Hoffe ich. Guti, wir machen den Forscher, den Geologen. Warum auch nicht, ne? Wir sind ja Forscher und da geht es nicht hauptsächlich um Ballern, sondern erkunden, erforschen, entdecken. Um dahin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ta-da-da, ta-da-da-da-da. So, haben wir Star Trek auch noch irgendwie ein bisschen untergebracht. Ab geht's. Sudale, ja, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo der Planet ist. Wo wir diese Daten finden. Ja, die Mineraliendaten. Ruf die Galaxiekarte. Ach so. Oh, also es kann sein, dass wir hier tatsächlich nochmal springen müssen. Schauen wir mal kurz. Ist das unser Auftrag hier? Warte mal. Das scheint so zu sein. Dann warpen wir. Ich muss das mal aufnehmen als Bildschirmschoner.
Ich finde das beruhigend, oder? Also so ein bisschen so hypnotisches, wie so die Hypnokröte hier von Futurama. Okay, da sind wir. Oh, der Planet sieht interessant aus. Das könnte ein paradiesischer Fass sein, oder? Scannen wir gleich mal, wo wir schon mal hier sind. Lass mal gucken. Nee, ganz im Gegenteil. Oh, der ist schon entdeckt. Ein säuerlicher Planet. Ich habe das dumpfe Gefühl, hier gibt es für mich nichts zu entdecken. Schade. Na gut. So, Mineralienuntersuchungsort. Dann machen wir das mal. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen beidrehen hier. Dass wir hier gerade runterkommen. Einigermaßen. Ah, noch eine kleine Kurskorrektur. So. Ist natürlich wieder nur ein ungefährer Standort, ne? Natürlich keine genauen Zielkoordinaten, wie wir es kennen und lieben, ne? Okay. Das sieht aber jetzt auch nicht wirklich gemütlich aus, der Planet. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wenn wir schon diese rötlichen Wolken sehen, ne, dann bin ich schon wieder so auf Alarm. Strahlung, ja, 7,0 Rad. Okay. So, ja, sieht gar nicht mal so lecker aus, der Planet hier. Dann sehen wir mal zu, dass wir so schnell wie möglich den ganzen Bums hier erledigen. Et voilà, hier liegt ja genügend rum, ne? So ist es ja nicht. Da hinten kraucht noch ein Viech rum, das nehmen wir natürlich schnell mit. Ja, ich weiß, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil... da war doch gerade ein Stein, den wir noch nicht kannten. Hallo, wo bist du? Haben wir nicht. Ich werde auch versuchen, so weit wie möglich in der Nähe des Schiffs zu bleiben. Ah, den haben wir noch nicht infiziert hier. Ha! Da sind wir schon. Das haben wir ja knackig zackig. Also das ist ja wirklich geschenkt, die Mission. Also abends sieht das hier gar nicht so unsympathisch aus, ne? Aber ein bisschen giftig. Verstrahlt. Also selten, dass ich eine Mission so schnell, knackig und zackig erledigen konnte. Bin ich dabei. Bin ich absolut dabei. So, ich will mal ganz kurz was gucken. Moment, Freunde. Ah, wir sind noch nicht weit genug draußen hier. Wir sind noch im Orbit. Das werden wir schnell mal ändern. So. Jetzt sollte ich... Was fliegt denn da rum? Warte mal. Bin ja neugierig. Er kennt mich. Ja. Ist ja nicht so reichhaltig hier mit den Mineralien, ne? Ja, wir nehmen den auf jeden Fall mal mit. Naja, Gold, ne? Kann man immer mal gebrauchen. So, ich wollte jetzt mal auf die Karte gucken. Ja, okay. Thema Egise, da kommen wir her. Da werden wir nachher auch zurückfliegen, weil ich meinte, ich habe da noch nicht alles erforscht. Hm. Okay. Scheinbar kann ich das jetzt hier direkt in diesem System abgeben. Jetzt will ich aber vorher mal kurz gucken nach meinem Raumschiff, weil ich habe das Gefühl, ich muss mal nachtanken hier. Oh. Startschubdüse muss ich definitiv, ich muss neue Treibstoffvorräte anlegen. Sehe ich gerade. Okay. Impulsantrieb können wir auf jeden Fall nachladen.
Da haben wir mehr als genug. Aber Treibstoff, boah, brauchen wir dringend. Kann ich gerade was herstellen? Habe ich genügend dafür da? Warte mal. Ich bräuchte eine Metallplatte. Eine Metallplatte? Das sollte hinhauen. Ey, sicher ist sicher. Nachher vergesse ich das wieder, ne? Ihr kennt mich. Machen wir es lieber jetzt. So. Ah, da kommt scheinbar eine Flotte an gerade. Man hört es im Hintergrund. Aber direkt vor meiner Nase hier, ne? Wir machen uns schnell mal vom Acker. Wir müssen ja hier zur Station. Was war das? Bin ich irgendwo gegengerasselt gerade? Habe ich gar nicht gesehen. Et voilà. Ich bin jetzt am Überlegen. Bleiben wir erstmal hier. Ich meine, die Planeten sind schon alle entdeckt. Ich glaube, in meinem System noch nicht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich meine, ja, mal gucken, was da los ist hier in dem System. Ist zwar nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Okay, schauen wir erstmal zum Agenten. Und vielleicht hat er ja noch eine Mission hier im System. Dann hat sich die Frage eh erledigt. Jo, da sind wir. Gut. Dann geben wir mal unsere Forschungsergebnisse ab hier. Wo sitzt denn der Kerl hier? Was? Wo zeigt der hin? Hä? Also doch die Station woanders. Wieso hat er auf diese Position gezeigt dann? Das verstehe ich. Doch, ist schon richtig. Ich habe mich gerade gewundert. Das kann doch nicht sein. Okay. So, Mission einreichen. So, jetzt müssten wir genau eine Erweiterung und das Ansehen der Gag verbessert. Genauso wollten wir es haben. Gut, dann schauen wir hier mal nach, was wir... Oh, das sind jetzt Viken. Ja, ich hab's nämlich... Ich wollte schon gerade sagen, das sind doch Viken. Also, um den Auftrag weiter auszuführen, muss ich tatsächlich in das andere System wieder zurück. Ja, das ist ein Viken-System. Aber wir nutzen die Chance, reden mal ganz kurz mit ein paar Kollegen, dass wir ein paar Vokabeln wieder lernen, dass wir sie mal endlich verstehen hier. Ich kürze es natürlich ein bisschen ab für euch, ne? So, reisendes Symbol nehmen wir mal. Okay. Wir gucken jetzt erstmal, was hier unten lang watschelt. Da hinten ist so ein Informations- und Schrotthändler. Den brauche ich jetzt nicht. Also hier unten ist es recht ruhig. Dann gehen wir mal hoch. Auf das erste Level hier. Ja, da haben wir schon ein paar Gag-Kollegen. Sehr schön. Witzig, ne? Wir haben immer noch diesen Bug mit den Punkten hier im Hintergrund. Das sieht man jetzt gerade sehr gut. Das scheint ein Fehler zu sein, der typisch ist für die PS-Version oder PS5-Version. Haben sie doch nicht gefixt. Vielleicht sollte man das mal vor dem nächsten Update machen. Ist jetzt nicht schlimm, aber sieht ja auch nicht so toll aus, ne? So, da läuft noch ein Kollege. Hallo, stopp! Hier geblieben, mein Freund. Also ich glaube, ein Epileptiker kann sich das nicht lange angucken, das Gezippel und Gezappel da, oder? So. Wir haben hier fast mehr Gag als Viken scheinbar auf der Station. Sehr witzig. Ja, so ein bisschen mehr. Wir sehen es hier schon gerade. Verstehen wir schon von den Viken. Okay. Das ist ein Fähnrich. Vielleicht können wir da ein bisschen was Kriegerisches lernen am Vokabular. Aggressionssymbol hier, genau. Krieg. So, da haben wir einen Chemiker. Ja, von denen haben wir bis jetzt am wenigsten an Vokabular bis jetzt. Von den lieben Korvax.
So. Handelsfreundschaftssymbol. Immer ein Freundschaftssymbol, okay. Der Reisende hier sieht ganz interessant aus. Mal sehen, was der für uns hat. Was bezeuge es? Was, die Lebensform setzt eine Maske auf, die aus sich wellenden Nanithaufen besteht? Was? Und für einen Moment scheint ihr Gesicht zu meinem zu werden. Ich sehe mich, wie ich mir selbst dabei zusehe, wie ich mich selbst ansehe. Okay. Ich werde sterben, da bin ich mir sicher. Leute, was? Sterben ist eine Option. Wir umarmen die Lebensform. Wir sind für das Leben. Ich umarme die Lebensform, doch dabei umarme ich mich selbst. Ja, man muss sich selber ja auch mal ein bisschen lieb haben, ne? So, die Maske verwelkt und löst sich wie Fleisch von meinem Gesicht. Ich bin wieder ich selbst. Aber die Lebensform ist betrübt. Sie hat Mitleid mit mir. Wir werden alle sterben. Ich meine, irgendwann, ne? Kommen wir nicht drum rum, ne? Ist so. Also Leute, lebt jeden Tag, als wäre es der Letzte. Ne? Immer nett zueinander sein und so, ne? Ist auch eine gute Message, finde ich. So, Bedienstete allen. Dann nehmen wir mal Technologie. So, haben wir hier irgendeinen Kollegen übersehen? Flossen hoch. Da hinten woddelt noch jemand lang, oder? Ja. Oh, was haben wir erreicht? Gesandter. 60 Aliens getroffen. Okay. Reicht schon wieder. Reicht schon wieder. Danke. So, den Kollegen kennen wir schon. Da hinten ist noch einer. Wenn wir den schon kennen, gehen wir ganz nach oben und dann... Obwohl, das ist sowieso nichts. Nee, dann haben wir alle. Ah, ich wusste doch. Ein Wächterjäger. Hey, hast du Bock mitzukommen? Halt mir die Wächter vom Leib hier. Bah, gra, es ist erledigt und ich verstehe es nicht. Okay, noch nicht. So, ja, dann fragen wir ein letztes Mal um Hilfe beim Dialekt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg. Wir müssen ins andere System wieder zurück, es hilft nichts. Ich will die Mission hier gerne abschließen mit dem Gag-Einfluss. Okay. So, kurz am Tee genippt und weiter geht's. Was ist denn das hier? Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, wo habe ich mein Schiff hingeschraddelt? Okay, Abflug. Boah, die fliegen hier, hallo? Das ist hier keine Tour de France. Ich glaube, es hackt. So, gehen wir mal ein bisschen Feuer hier. Damit wir die Galaxiekarte auch öffnen können. So. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder in das Gag-System retour. Hallo? Wieso? Moment, ich muss doch auch wieder zurückkommen, oder nicht? Hallo? Moment. Eben, ich wollte es doch gerade sagen, jetzt muss doch irgendwie gehen. Genau. Und los geht's. Das ist eine der wenigen Sachen bei No Man's Sky, die ich so ein bisschen fummelig finde, ist die Karte. Aber, mein Gott, irgendwas ist ja immer, ne? Ist ja mal auf hohem Niveau. So, jetzt können wir mal langsam ankommen. Jawohl, ja. So, Home Sweet Home. Wir sind wieder da. Und wir sehen hier auch schon, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja noch gar nicht alle Systeme hier entdeckt und alle Planeten. Ne, den scannen wir doch mal gleich kurz nebenbei, wo wir schon mal gerade hier so günstig stehen. Gleich hier noch einer dahinter. Flammengepeitschter Planet. Das,
Ich habe aber auch immer ein Glück mit meinem System. Ne? Das sind immer irgendwelche wirklich assigen, lebensfeindlichen Systeme. Nicht mal hier, ja, habe ich schon mal gefunden, paradiesischen Planeten, ne? Aber ist natürlich selten, ist klar. Gamma-intensiver Planet, da gibt's uralte Knochen. Ja, alles sehr schön, alles sehr interessant. Wir brauchen aber die nächste Raumstation, damit wir hier unsere Aufgabe erfüllen können. Die ist da hinten. Ach, ist ja gar nicht mal so weit. Feuer frei. Oh, da sehe ich gerade einen wunderbaren Haufen. Wir müssen mal wieder abbauen hier. Gut zu wissen. Muss ich mal gleich mal dran denken, wenn wir wieder rausfliegen, beziehungsweise das Ergebnis der zweiten Mission dann hier abliefern, wie ich hoffe. Weil so ein schöner Asteroidenhaufen, den kann man ja nicht einfach ignorieren, nicht wahr? So. Guti. Wo war der Kollege jetzt? Ich meinte, der war ja hier weiter links, oder? Ja. Guti. Da sind wir wieder, Chef. Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Ich mag das eigentlich nicht. 12 Kreaturen eliminieren, 10 Kreaturen eliminieren. Ist das eine bestimmte Kreatur? So, schauen wir uns das mal an. Wir kriegen Exo-Anzug-Upgrade und was war das? Ansehen natürlich, ne? Kaufleute ansehen. Ja, aber ich brauche nicht Kaufleute ansehen. Ich brauche schon Gag ansehen. Hier, das brauche ich. Kunde-Pheromon-Vereinigung. Der Kunde ist in Sorge, dass das freie Herumstreifen von Wildtieren eine ernstzunehmende mikrobielle Gefahr darstellt. Eine große Anzahl an Tieren zusammenzutrommeln und sie einzeln zu waschen, ist äußerst unpraktisch. Also ist er auf der Suche nach einem Jäger, der sowohl den Krankheitserreger als auch dessen Träger beseitigt. Ich habe das dumpfe Gefühl, als wenn mir jetzt nicht viel übrig bleibt, jetzt diese Mission zu machen. Na gut. Manchmal hat man halt keine Wahl. Okay. So, ich bin jetzt mal gespannt, in welchem System ich die jagen soll. Alter, die fliegen hier wie die Bekloppten, ne? Gibt's ja wohl nicht. So, machen wir kurz die Karte auf. Moment, ist das jetzt... Moment, ich sehe hier keinen... Ich sehe hier kein Auftragssymbol. Ist das egal, wo ich die Tiere jage? Ich mach mal einen Moment. Ich mach mal die freie Bewegung an. Hä? Keine Markierung. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn keine Markierung da ist, dass es egal ist, wo wir die Tiere erlegen. Wir gucken jetzt mal hier im System, ob hier im System eine Markierung ist. Ich sehe hier im Navi aktuell nichts. Ha. Das ist jetzt, Naja, gut. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, einen neuen Planeten zu besuchen. Wir haben keine besondere Markierung, also ich gehe davon aus, dass es Latte ist. Wo wir die 12 weghauen, gibt es keine Beschreibung für.
keine Markierung. Also schauen wir mal. Die Frage ist natürlich jetzt, Wildtiere. 12 verschiedene, 12 einer Art. Wir werden sehen. Ups. Was geht denn hier ab? Was ist das denn? Sieht ja schon geil aus, ne? Wie so Festivalbeleuchtung. Erschwert aber irgendwie so ein bisschen die Landung, ne? Die spawnen überall. Hallo, ich brauche einen Landeplatz. Freunde. Ich muss irgendwo landen. Aber hier die Bergkuppen scheinen dafür gut geeignet zu sein. Ist hier irgendwie so ein halbwegs ebener Platz. Ja, hier, das sieht gut aus, ja. Okay. Fauna zwischen den Welten, was soll das heißen? Fauna zwischen den Welten, das sehe ich das erste Mal. Sind die multidimensional? Kann ich die überhaupt sehen, geschweige denn töten oder was auch immer? Oh, Peru, der Todesmutige. Das finde ich sehr schön. Sehr löblich. Gut, bei der Gelegenheit, bis wir hier irgendeine Fauna finden, wenn wir hier welche finden, scannen wir natürlich mal kurz. Das sind ja alles Einnahmen und Informationen, die wir gebrauchen können. Also ich bin gespannt, was das bedeuten soll hier mit der Fauna zwischen den Welten. Also Pflanzen gibt es hier schon. Oh, was ist da hinten? Abnormales Tier. Da bewegt es sich. Ist das überhaupt dann für mich greifbar? Habe ich es jetzt erwischt? Scheinbar ja. Aber ich sehe hier keinen Eintrag. Ich sehe hier keinen Eintrag für ein erlegtes Wildtier. Okay. Da hinten ist noch eins. Seht ihr? Da bewegt sich's. Das ist jetzt sehr creepy hier, die Jagd. Jagd. Okay, ich muss hier mal mein Anzuginventar ausräumen, glaube ich. Warte mal. Oh ja, das ist voll. Ja, dieses dämliche Pugneum, das braucht nun wirklich keiner. Also jetzt jedenfalls nicht. Ich packe das hier mal. Shit, Raumschiff nicht in Reichweite. Was brauchen wir denn gar nicht? Warte mal. Ach, hau weg. Ich krieg Pugneum mehr als genug, wenn ich da Tiere platt mache. Das natürlich. Was Multiwerkzeug. Erweiterungsdingens, ne? Ja, aber das wird doch normalerweise. Warte mal. Moment. Hä?
Wie soll ich denn das installieren? Normalerweise hast du ja die Installationsfunktion hier, ne? Aber du hast hier nur Schnellübertragung, Bewegen und Stapeln. Das verstehe ich nicht. Moment. Ach so, das muss ich einlösen bei einer Multi-Werkzeug-Upgrade-Station. Ja, erstmal Wissen vor Lachen, ne? Junge, Junge. So, also, hier, Silikatpulver, das kriegen wir immer wieder, das kann auch raus. Ne, das haben wir immer wieder, kriegen wir immer wieder, wenn wir irgendwo buddeln. Das brauchen wir jetzt nicht. So, ich wollte eigentlich hier den Kollegen scannen, aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen verriet. So, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwo... Da ist hier noch ein Viech. Zähe Flüssigkeiten kriege ich, okay. So, jetzt haben wir schon mal 3 von 12 Viechern. Also das wird hier, glaube ich, so ein bisschen Nervensache hier, die Jagd. Ich versuche mal so ein bisschen hier das Schiff im Auge zu behalten. Nicht, dass jetzt zu weit da hinten rauscht einer rum. Warte mal. Okay, das dürfte Nummer 4 gewesen sein. So, wir halten mal weiter Ausschau hier. Da hinten wieder. Oh Gott, das wird jetzt ein Hin und Her. Tut mir leid, Freunde. Aber das geht jetzt nicht anders. Jetzt müssen wir ein bisschen Hin und Her fitzen hier. Die Gravitation scheint hier ganz interessant zu sein. Einige Steine fliegen nach oben. Okay. Das ist mal ein Wehrhafter hier. Sag mal! Der war jetzt hartnäckig, der Kollege. So, jetzt müssen wir ganz schnell hier uns verarzten. Leute, Leute. Okay. Das Fiese ist, man sieht die Viecher ja nicht. Man weiß ja nicht, was man in welcher Größe vor sich hat. Ne? So viel also zu den Viechern der Fauna zwischen den Welten. Ist nicht ohne. So. Ja, fast Halbzeit hier. Bei unserer Mission. Ist das da hinten einer? Warte mal. Schauen wir mal so auf die andere Seite hier. Wir haben hier eigentlich einen ganz guten Aussichtspunkt erwischt, finde ich. Ich höre was? Nee, war nichts. Okay. Unter all den Lichtern brauchen wir nur eins finden, das sich bewegt. Okay. Warte, ich wollte mal die Waffe wechseln, weil das ist ja eigentlich hier der Blitzwerfer, genau, viel besser. So, da kraucht einer lang. Ja, sag mal, geh kaputt. Okay. So, ich sollte vielleicht ein bisschen nach Ressourcen suchen, wie Sauerstoff, Natrium, so für die Gesundheit und so. Weil einige Viecher sind hier dann doch ein bisschen hartnäckiger. Ich glaube, hier unten will ich nicht rein.
Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier oben. Eine Hexerbeere. Wieso ist mein Inventar schon wieder so voll? So, diesen ganzen Schleimbatzen, den packen wir hier mal raus. Braucht kein Mensch. So. Ich meinte da hinten in der Bewegung zu sehen. Ja, das ist auch einer. Muss der echt hier nachladen, Kollege. Sag mal, geht der mal irgendwann kaputt hier? Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist unsere Ladung? Wo ist unsere Ladung hin, Freunde? Das kann doch nicht sein. So, wo ist der Kollege hin? Junge, jetzt mach! Wie viel denn noch? Das war's, oder? Also, ich erwische jetzt hier nur noch die 10 Viecher, ne? Junge, Junge. Oh, da haben wir noch was Unidentifiziertes. Nehmen wir gleich mit. Goodie. Aber jetzt wird schon wieder Nacht hier. Es wird Nacht, Senorita. Uah! Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. In Höhlen wollte ich hier jetzt nicht unbedingt. Ich konzentriere mich jetzt hier nur auf die Viecher, die wir erlegen sollen. Da ist Bewegung, glaube ich, oder? Nee. Oder sieht das nur so aus? Ja, sieht nur so aus. Die Suche geht weiter. Wie viele haben wir jetzt? Warte mal. Ich bin jetzt gerade hier raus. Ja, wäre nett, wenn er mir jetzt den aktuellen Stand anzeigt. Tödliche Gesundheit. Tolle Wurst. Na gut. Also 7 oder 8 haben wir. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Stimmt, ich kann ja eigentlich meinen Scanner hier verwenden. Natürlich, vereinfacht das Ganze so ein bisschen. Ein bisschen. Da haben wir Spuren. 176 Units entfernt. Da schleicht er, da kriecht er hin, wie auch immer. Voila! Der hat da ja. Jetzt geh doch. Ach, hör doch auf. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil mein Anzug hat schon Schaden erlitten hier. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Geh doch mal kaputt. Kann denn das wahr sein? Jetzt. Leute, das artet langsam in Arbeit aus hier. Ich kann es nicht anders sagen. 8 von 12. Das Doofe ist eben halt, ich habe keine Munition mehr. Für den Blitzwerfer. Das ist ein bisschen doof.
Ich muss auch meinen Exo-Anzug hier mal kurz wieder verarzten. Theremana Palabdor ist mir jetzt nicht so wichtig. Das ist ja auch unser Multiwerkzeug. Ich brauche den Anzug. Hallo, was machst denn du da? 78%. Ja, nun gut, das ist jetzt noch einigermaßen okay, oder? Es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir so Natrium oder und oder Sauerstoff hier irgendwo hätten. Weil 4 von den Bagaluten müssen wir noch erlegen. Da hinten ist irgendwo... Wo ist Sauerstoff? Hä? Was ist hinter dem Hügel hier? Nee, da will ich jetzt nicht hin. Das nehme ich schon mal mit. Die Wasserstoff ist immer wichtig. Natrium, Natrium, wo bist du? Dich bräuchte ich eigentlich am dringendsten hier. Muss natürlich genau hier die Gegend erwischen, wo es so gut wie kein Natrium gibt. Weil mir geht so langsam auch so ein bisschen das Material zum Nachladen aus, hier von meinem Anzug. Und ohne Schild wird's kritisch, sage ich mal. Habe ich hier eigentlich gar kein Schild bis jetzt installiert? Das ist auch interessant. Das muss ich tatsächlich mal in Angriff nehmen hier. Huh, okay. So, da hinten gibt es Sauerstoff. Das sieht doch schon mal verlockend aus. Den holen wir uns. Und ich hoffe, wir finden da Hinweise auf die nächste Kreatur. So, da ist er. Okay. Das ist doch schon mal immer eine etwas. Da hinten ist der nächste Kandidat. Shit! Fuck, das war jetzt richtig doof. Ich hab das nicht gesehen, Leute. Ich hab das echt nicht gesehen. Mist. Schiede. Ja, zum Glück habe ich gerade eben was gefunden noch, ne? Junge, Junge. Okay, den haben wir relativ easy jetzt weggeputzt. Das ist die Nummer 9. Leute, 3 Stück bleiben noch übrig. Ja, das wird eine knappe Nummer, was für mich, für die Ressourcen. Also ist jetzt nicht so das Ding, die Dinger jetzt wegzumachen. Aber meine Ressourcen für den Anzug machen mir so ein bisschen Sorgen.
glaube, wir können ruhig ein bisschen weiter rausgehen, weil wir haben ja jetzt hier Start-, Landungsdingens hier ja schon aufgefüllt für unser Schiff. Das können wir im Zweifelsfall herrufen. Wir sollten sehen, dass wir jetzt so schnell wie möglich die restlichen Viecher hier wegnageln, dass wir hier wegkommen. Da ist der nächste. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Der Spaß für die ganze Familie. Ui. Ich glaube, ich muss anders zielen, weil die gehen jetzt viel leichter weg. Okay, kann natürlich auch sein, dass das keine Raubtiere, sondern Friedkind. Nee, ist ein Raubtier. Okay. Jetzt kommt Schwung in die Sache. Jetzt hier auf die letzten Minuten, Herr Capitano. Haben wir es? Haben wir es? Ja, wir haben es. Jetzt aber ganz fix zurück hier, Freunde. Ich hatte jetzt gerade ganz kurz einen Moment schon Bedenken, dass wir das heute im Laufe dieser Folge nicht zu Ende kriegen. Für so einen kurzen Moment. Aber wir haben die Kurve noch gekriegt. Auch was die Ressourcen betrifft. Aber wir brauchen beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen freundlicheren Planeten, sage ich mal. Ja, dass wir hier... Wieso laufe ich hier eigentlich wie ein Bekloppter? Wir rufen das Schiff her. Nee, dass wir also beim nächsten Mal hier wieder voll ausgerüstet sind und voll einsatzfähig sind. So, wir warten kurz auf unser Schiff. Ja, schön, wir mussten auch nicht mal aus dem System raus. Haben nebenbei einen neuen Planeten entdeckt, ein bisschen auch scannen können, das ist immer gut. So, dann gehen wir den ganzen Bums jetzt gleich bei den Gag ab. Dazu müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder zur Raumstation. Ich bin einmal überlegen, wenn wir von der richtigen Seite reinkommen, ob wir vielleicht sogar vorher kurz noch ein paar Asteroiden abbauen, wenn es die Zeit zulässt. Ui, Alter. Müsst ihr gerade hier warpen, wo ich stehe, Mensch. Kollegen, was ist denn hier los? So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder kurz orten. Was ist das? Sind hier Viecher im All unterwegs? Ach so, da ist die Mission. Okay, dann mal hin da. Und da sind wir. Et voilà. Also das neue Design der Raumstation gefällt mir wesentlich besser. Also auch jetzt die äußere Erscheinung. Macht was her. So. Ein Traum in Schleiflack. Wir haben unser Tagesziel erfüllt. Das ist sehr gut. Ja, jetzt ist das Inventar schon wieder voll. Das ist doch bestimmt wieder diese widerliche, ekelhafte... Pass mal auf, wir verkaufen das gleich. Pass auf, Moment. Bevor wir jetzt hier irgendwas kriegen, was wir nicht unterbringen können im Inventar, kurz mal zum Handelsterminal und den ganzen Bums raus, den wir jetzt nicht wirklich brauchen. Dann machen wir lieber ein paar Naniten draus. So. Verkaufen. So. Das brauchen wir definitiv. Pugnium, das kannst du jetzt erstmal behalten hier. Mordit, das ist alles dieser Bums. Den brauche ich nicht. Zähe Flüssigkeiten. Weil das kriegst du an der Nase lang irgendwie. So, okay. Ach so, diesen Erweiterungsplatz. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Das werden wir uns auch nochmal anschauen. Jetzt gehen wir erstmal die Mission ab.
So, Mission abgeschlossen. Et voilà. Bitteschön. Sehr schön. Kehre zur außerirdischen Lebensform zurück und frage nach Artemis Position. Leute, das machen wir später. Ich will nur ganz kurz, bevor wir jetzt hier zum Finale kommen heute, hoch hier zum Dingens, ne? Multiwerkzeug-Mokel hier, ne? Wie wir das einlösen können mit dem Werkzeug hier. Das ist Raumschiff. Fahrzeug. Exofahrzeug. Aha. Technologieplätze, bla bla bla, bla bla bla. Platz installieren. Nee, so funktioniert das nicht ganz. Vielleicht kann ich ihn bei ihm eintauschen. Warte mal. Habe ich da was missverstanden? Warte mal. Multi-Upgrade-Station. Muss ich dazu... Einen Versuch mache ich noch, ansonsten muss ich das beim nächsten Mal hier mir mal genauer anschauen. Ne, hier kann ich nur kaufen. Nee, ich muss mich da mal einfuchsen, wie ich die eintausche. Leute, das war die heutige Folge von No Man's Sky. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst ein bisschen Liebe da. Ne, würde mich immer freuen. Daumen hoch nicht vergessen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.